So, willkommen zur einmaligen Sonntagsausgabe von South Park Super Fuß. Hier auf Felix-Beziehung mit eurem Krabbe. Was zu sagen? Beim letzten Mal haben wir die obere Reihe nach Sonden kontrolliert. Dark Souls 3 ist beendet, beziehungsweise eine Pause, deswegen gibt es heute die Sonntagsausgabe. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir noch ein paar Sonden finden und vielleicht beide rein kontrollieren können. Das wäre echt hilfreich. Okay, hier ist auch keine Sonde, aber wir gehen mal rein, sicherheitshalber. Weil ich nicht weiß, ob das Spiel das vernünftig gespeichert hatte, dass wir uns von Jesus das Item abgeholt haben. Sorry, I can only help you once per day. Okay, danke sehr. Ja. Aber auch nichts Neues. Kann ja sein, dass irgendwo auf einmal neue... Ups, das wollte ich nicht. Dass irgendwo auf einmal neue Quests verfügbar sind. Aber hier nicht. Dafür musst du sterben. Jo, da sind wir wieder bei den Bullenautos. Ich meine natürlich bei den Polizeiautos. Jetzt gehen wir nochmal zum Weihnachtsmann. Denn bei 4X-Beziehungen ist jeder Tag Weihnachten. Das solltet ihr inzwischen ja wissen. I hope you haven't been farting on anyone's balls. That would be very naughty. Ja. Den Weihnachtsmann schlage ich jetzt auch nicht. Das ist schließlich der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist viel zu nett. So, dann gehen wir nochmal durchs Polizeigebäude. Vielleicht war da noch irgendwo eine Sonde. Ich glaube ja nicht, aber sicher bin ich mir auch nicht. Reports of a bunny rabbit running around people's yards. I'm gonna check it out. Ach, wie niedlich. Ein Kaninchen. Jo, ihr kriegt alle eine gescheuert. Weil ich es kann. Na, Penner. You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Tja, Pech gehabt. So, erste Etage haben wir. Das geht ja richtig zügig. Ab in den Beweisraum. Ja, da hatten wir auch schon alles im Beweisraum. Können wir auch wieder raus. In den Locker Room. Und raus aus dem Notfallsausgang. Tjo. Das hätten wir also auch. Und ihr kennt mich mal. All I did was ask the guard about Gorditas and he put me in a chokehold. Jeez. Ja. Nee, wegschippen. Nicht mit uns. Now that you have found Jesus, he will always be with you. Ja, halt die Fresse. That was so amazing, what you did for me. I won't forget it. Doppelschlag. So. Hier ist auch keine Sonde. Im Rathaus glaube ich auch nicht, aber sicherheitshalber einmal schauen. I don't want to hear about your problems until you're 18, kid. Dann kriegst du halt eine Flasche ab. Ach, Moment. So. Hast du davon? Kannst gerne noch mehr haben. Wenn du dich nicht benimmst. Katze. Hier gibt es glaube ich auch nichts Neues. Hey, new kid. Halt die Fresse. Ja. Sieht so aus, als schaffen wir heute ein bisschen was. Maybe they'll put a picture of me in the article too! Halt die Fresse, ey. Mein Gott. Wir labern alles scheiße. So. Hier müsste doch irgendwo eine Sonde gewesen sein. Dem müssen wir irgendwie hochgelangen, oder? Oder kommen wir dann nicht nach oben?
Schauen wir nochmal, ob unten irgendwie eine versteckte Leiter ist. Nee, also zumindest hier nicht. Ich bezweifle auch, dass wir von Haus zu Haus springen können. Halt die Fresse. So. Wir schießen nicht aufs Vogelnest. Nee, das können wir auch alles nicht. Vielleicht ist ja im Post Office jemand. Ach, das ist doch die, die uns durch die Lappen gegangen ist, ja. Da gibt es jetzt 3 Schläge, also in der letzten Folge war das der Fall. Oh, hey, I was just thinking about you and all the social status you gained. It's so weird that we aren't friends yet. Ja, auf einmal, ne? So, Chefkochs, alter Postfachschlüssel, den haben wir auch noch nicht. Und Mackies Schlüssel haben wir auch noch nicht. Schade, Schokolade. Ja. Also was ist das auch im Post Office? Dann hier haben wir gar keine Sonde. Das ist ja echt enttäuschend. Ich hatte irgendwie mehr davon in Erinnerung. I don't like this new taco. Halt die Fresse. Vielleicht weil ich es oft an welchen vorbeigegangen bin und keine Möglichkeit hatte, die zu nutzen. Und mich darüber aufgeregt habe. Vielleicht denke ich deswegen, dass es davon so viele gab. Naja. Kann man wohl nichts machen. Ja, das war's dann auch hier. Da ist eine Sonde. Aber erstmal gehen wir da rein. Du siehst scheiße aus. Junge, Junge. Back again, I see. Let me show you our brochure. Eingriff auswählen. Der Hassel auf 175, um Gottes Willen. Ich glaube, irgendwann machen wir das aber jetzt nicht. Back again, I see. Let me show you our brochure. Nee, nee. So, da kann man nicht rein. Oh, vielleicht. Oh. Das sexuelle Belästigungsbande. Ach, müssen wir von hier aus drauf. Aber dann gehen wir erst einmal in die Bank. I always see these strange emo children. Halt die Fresse. Weil sie wollte was zu den Emo-Kindern sagen. Vielleicht wäre das nützlich für uns gewesen. Aber die wollte wahrscheinlich nur sagen, dass die da bei der Schule abhängen. Ach, wer ist denn da? Ja. Sieht wohl so aus. Also der Soundtrack von dem Spiel ist echt nicht schlecht. Sieht so aus, als hätten wir alle Kinder gefunden. Und hier ist auch ein Loch, wo wahrscheinlich die Unterhosen. War es Unterhosen? Waren es Unterhosen? Ich weiß gar nicht mehr. Also die Unterhosenwichte oder so. So. Auf deine Fresse. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest? Okay. Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Ja, jetzt können wir die Sonde benutzen. Ach, ich freue mich. So, die Sonde, genau. Hatten wir schon ausgelöst. Natürlich geht das nicht. Immer den doppelten Weg. Schon geöffnet, das kann doch nicht sein. Oder sind wir da zufällig vorbeigegangen und haben die nur geöffnet? Sieht da noch aus. Ich furz noch mal dagegen. Ja. Dann
war das vielleicht die, die wir so im Vorbeigehen uns geholt haben. Auf eine Art und Weise nichts im Vorbeigehen. Naja, was soll's. Jo. Heute ist ja noch Montag, also ihr sitzt ja erst am Sonntag, ein paar Tage später. Und der Bloodborne-Livestream ist jetzt für mich auch noch gar nicht so lange her. Der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe über 12 Stunden, aber dann war ich auch ausgeloggt. Also Bloodborne 24 Stunden wäre, glaube ich, heftig. Aber ich wollte es ja eigentlich erst sogar noch weiterspielen. Ich dachte mir so, den nächsten Boss machst du noch, wenn der jetzt zeitnah kommt, aber der kam dann, also es kam keiner, sondern es war so ein ziemlich großes Waldgebiet. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Nein, auf keinen Fall. Der Maxi erzählt immer die Lügen, dass das so wäre. Aber das ist so. So, da oben können wir auch noch rein. Aber erstmal. Das hat wohl gesessen, ne? Und jetzt bist du ein drauf. Fotodojo, da können wir auch drauf. So. Entschuldigung. Da können wir auch rein. Douglas. I hope I can destroy property someday. I hope I can destroy property someday. Ja, gib dir Mühe, dann schaffst du das schon. Hier kommen wir auch drauf. Ah ja, das hatten wir, glaube ich, auch eingesammelt. Aber dann haben wir die jetzt wohl auch perfekt ausgenutzt. Hier kommen wir gar nicht erst drauf, obwohl das eigentlich ja möglich sein müsste von der Entfernung, aber weil da auch nichts ist für uns, lohnt sich das ja nicht. So, dann schauen wir doch mal, ob es hier was Neues gibt im Foto-Dojo. Ja, hey, you're pretty good looking, Musik. Kid. You ever think about modeling? Auch wenn du nett warst, aber. Oh, verschlossen. Ich komme hier überall nicht rein. Vielleicht irgendwann mal für eine bestimmte Quest. So, euch beiden haben wir eine gezimmert. Ja, reden können wir mit euch auch nicht. Ihr stummen Arschlöcher. Dann. Can you keep a secret? Neither can I. Ihr könnt alle keine Geheimnisse behalten, ihr seid scheiße. Da oben müssen wir nicht her, sondern hier. Da können wir auch gleich die eine Quest mit den Kindergartenkindern abgeben, ist doch perfekt. Das läuft mal wieder alles nach Plan. Den wir uns zwar so nicht gesetzt haben, aber was soll's. So, hier zimmern wir eine. Und hier zimmern wir eine. Na, fängst du an zu heulen? Oh, Heususe. Hey. Voll in die Fresse. Ach, ein Snackautomat. Ja, aber wir haben alles. Mana-Trank, aber das ist ja. Oder doch? Hm. Nee, haben wir 4 Stück von und wir benutzen die sowieso so selten. Von daher. Ja, hier kommen wir natürlich noch nicht rein. Irgendwann vielleicht. You found all of us. You win. Tja. Um Gottes Willen. Sind wir mit Kindergartenkindern befreundet, hervorragend. You play again later, right? You won't find me next time. Ich glaube schon. I'm not hiding at the pond again. I'll hide better next time. Next time you can hide. Okay. Hiding is fun. So, ich verstecke mich dann bei meiner Verwandtschaft.
alle eine gezimmert. Goddammit. Oh, da habe ich sogar drei auf einmal eine gezimmert. Hervorragend. Tja, aber schaut euch das mal an. Die Kinder heulen nicht. Und hier, dieser eine Fatzke, der heult sofort. Unglaublich, Mr. G's Frisur. Macht schon wieder alles aus. Dass Mr. G's Frisur wieder heulen muss. Oh no! Ups. Da war ja was. Oh, Christ, what a pickle! Dann verprügeln wir heute nochmal Kindergartenkinder. Ja, jetzt hält er die Waffe in zwei Händen, auch wenn das in einem Endeffekt das Schwert nur so auf der einen Hand hält und mit der anderen den Griff. Und naja, wer weiß, dass jetzt als zwei Hände geht oder nicht. Wir müssen mal drauf achten, ob ein HP dazukommt. Hätte ich natürlich darauf achten können. Aber habe ich nie aufgepasst. Jetzt haben wir nochmal die Kindergartenkinder verprügelt. Hervorragend. Aber gibt ja auch ein bisschen was von da. I am the Pirate King! Stimmt für dich. Jo. Hier ist auch keine Sonne, also können wir hier auch weitergehen. So, jetzt sind wir noch bei Mr. Sklave. Können wir uns doch gleich nochmal sein Item abholen. Hey, new kid. I've got a little time for you if you need me to put somebody up my ass. Ja, jetzt sind wir es wieder. Wenn wir jetzt speichern würden, dann hätten wir es wahrscheinlich wieder nicht. Also, das ist irgendwie ganz seltsam. Joa, hier gibt's auch nichts Neues. Hey, lass mich in die Küche. Ja, aber auch nichts Neues in der Küche. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann sind wir relativ zeitnah bei der Hauptquest. In dieser Folge jetzt nicht, aber vielleicht in der nächsten Folge. Verschlossen. Oh. Und schnell. Oh. Hier geht's gar nicht weiter. Um Gottes Willen. Wie viel fehlt mir eigentlich noch, damit ich wieder was aufwerten kann? Reicht das jetzt schon für einen weiteren Vorteil? Ne, zwei Freunde brauchen wir noch. Wollt ihr nicht meine Freunde sein? Ne, scheiß Elfen. Wer will denn schon mit euch befreundet sein? Wie viele Freunde haben wir überhaupt? 53, um Gottes Willen. Viel zu viele. Und alle sind sie nur auf unseren Fame aus. Na, okay. I continue to admire your awesomeness. Ja. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you. I continue to admire your awesomeness. Richtig so. Machst du gut. Ja, erstmal hier entlang. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir das heute schaffen. Wenn nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann... So, erstmal zu Kenny. Och, häusliche Gewalt. My sister Kenny doesn't need protecting. But watch out for her anyway. Tja. Kann ich hier auch ein bisschen von geben, von häuslicher Gewalt. You are watching the Canada Channel, the only channel in Canada. Ach ja, Kennys Raum. Ja, erstmal ein Puffen, ne? Oh. Was können wir nicht gutheißen. Unverschämt. Ja, hier haben wir alles gesehen. Also, weiter zum Drogenlabor. Können wir auch die Schnellreise häufiger benutzen.
Aber wir ja jetzt auch am Absuchen sind nach irgendwelchen Sonden, dann verpassen wir die auf jeden Fall, wenn wir das benutzen. Ja. Dann. War hier eine Sonde? Ein Trägerhemd. Und das können wir auch abstellen. Aber was ist denn im Vergleich zu damals jetzt hier anders gewesen, dass wir das mitnehmen konnten? Ja, hier ist nur das Elgording. Oder wir haben damals schon was gemacht und haben es jetzt einfach verpasst. Beziehungsweise haben es damals verpasst und jetzt halt mitgenommen. Wobei das Trägerhemd jetzt auch nicht so toll ist. Oder wir haben wieder im falschen Moment gespeichert. Das will ich auch nicht ausschließen. Komm, Batas, komm doch mal hier hin. Dann kann ich das Feuer starten. Naja. Genug hier rumgeschaut. Gehen wir noch einmal hier entlang, wobei da ja nur der Bettler war, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ist nicht weiter. Ne. Aber da. Wobei, hier ist der Wald, ne? Ja, hier ist der Wald. War der Bettler da irgendwo? Ja, hier haben wir auch keine Sonnen mehr. Jetzt haben wir noch links ein paar Möglichkeiten auf Sonnen. Wenn es da auch keine gibt, dann ja. Frothlowskis Garagenschlüssel. Ja, vom Elfenkönig. Das ist bestimmt der Elfenkönig. You ever wonder what it'd be like to be a dolphin? Just doing flips, eating fish, not a care in the world? Würde mich wundern, wenn Kyle nicht der Elfenkönig ist. Was doch sonst immer so ist, dass Fru und Kyle nicht gut miteinander können. Keine Post, das ist schade. So, was sind wir denn jetzt hier? Ist das etwa das... War das jetzt sein Haus? Oder? Ach ne, Stans Haus. Genau. Stan ist bestimmt auch eine Elfe. I'm never coming out. Ja. Das tut mir leid. Kann ich dich anfurzen? Das interessiert ihn auch nicht. Schade. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, Kurd. Tja, schade. Oh, wir können mal wieder eine Wurst ablassen. Haben wir schon lange nicht mehr. If it splashes, it means you get a free wish. Halt die Fresse, Bart. Jo, dann weiter geht's. Na, hat Spock. So, Cooper Keep, da wollen wir jetzt nicht hin. Ich hoffe, ich habe jetzt auf dem Weg keine Sonde übersehen. Wenn doch, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Falls ich hier grandios an irgendeiner Sonde vorbeigegangen bin. Ach, Batas, jetzt bist du zu Hause. You like it here. The air is fresh, and there's always something to do to take your mind off. Never cared for tacos. Never cared for tacos. I prefer snails. Ja. Do you prefer tacos or snails? Alter, was? Schnecken? Also da esse ich lieber 1000 Tacos als eine Schnecke. Außer es ist jetzt das Gebäck. So eine Zimtschnecke oder sowas, das wäre schon nicht schlecht, aber eine richtige Schnecke. Das muss nicht sein. Wir können noch einen abseilen, aber nicht in dieser Episode. Ein guter Schiss pro Episode reicht ja wohl. So, hier liegt auch so ein Teil, was auch immer man
damit anstellen kann, vielleicht auch einfach nur zur Zierde. Soll halt den Absturz darstellen. Da war ja auch nichts mehr, ne? Nee. Oh, ob wir es wohl noch schaffen? So, jetzt sind wir zu Hause. Steht immer noch das Soul-Teil. Wir wohnen jetzt schon mindestens einen Tag hier und haben das immer noch nicht weggeräumt, unerhört. Knock it off! You are this close to a time. Go play with your new friends today. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Vater. Looks like you have a couple days. Come on, honey. It's a whole new town. That's worse than before. You look like a girl. Ouch! Ja, hier kriegst du noch eine Flasche ab, du alter Alkoholiker. So. Wieso können wir nicht in den Keller? Unerhört. Oh, das gibt uns Mana. Interessant. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Hier ist auch nichts Neues in seinem Raum. Hier denke ich mal auch nicht. Hier stehen auch noch die Kartons rum. Die kümmern sich auch um gar nichts. Das ist der helle Wahnsinn. Die sollen mal zusehen, dass der Umzug abgeschlossen ist. So. Ach ja, hier können wir wieder mit Timmy reisen. Ja, hier hoch, dann werden wir wieder an bekannten Ecken, die wir schon kontrolliert haben. Ja, Butters, du kriegst heute ziemlich oft eine gezimmert. Frag dich mal warum. Vielleicht bist du ja konsequent dumm. Aber nee, das war jemand anders. Oh, wessen Schlüssel war das denn jetzt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Vielleicht Jimmys? Wenn das so nach dem Haus aus, was kaputt ist. Die Narrenkappe, okay. Geld. Kleiner Schildsticker. Naja, das bringt ja wahrscheinlich auch nichts mehr. Aber die Narrenkappe, ob wir die anziehen sollen, ich weiß ja nicht. Optisch jetzt eher nicht mein Geschmack. Du hältst 1 MP, wenn dein Begleiter angreift, steigert die maximale TP um 25. Ne, ziehen wir nicht an. Oder, aber jetzt die Frage, was war das? Ja, das mit den Waffenangriffen 10% mehr Schaden, das behalten wir auf jeden Fall. Wäre schön blöd, wenn wir das nicht behalten würden. Hier gibt es ja, denke ich mal, dann auch nichts Neues, oder? Ah, nochmal Mana. Falls ich hier auch irgendwie noch was anderes übersehen habe, was ich vielleicht hätte angreifen können, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Weil ich ja hier doch gerade etwas durchrushe, damit ich das möglichst noch in dieser Episode hinbekomme. Einmal alle Ecken nach Sonden zu kontrollieren. Und wenn dann noch irgendwas war, dann werden wir das in der nächsten Folge kontrollieren. Die dann wieder am Mittwoch erscheint, was weiterhin der Standardtermin von South Park sein wird. Muss ich mal schauen, ob ich vielleicht mal ein neues Projekt mit 2 Folgen starte oder eins von den bestehenden. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Oder vielleicht von allen 3 nur eine Folge. Muss ich mir einfach mal überlegen. Ich habe ja noch Zeit. Aber hier läuft uns jetzt ein bisschen die Zeit davon. Müssen wir vielleicht minimal überziehen. Aber dafür war die Folge am Mittwoch ja auch etwas kürzer. Auch nicht viel, aber ein bisschen. So. Und noch ein Haus, ich werde verrückt. Aber da kommen wir nicht rein, das ist ganz praktisch. Kannst auch mal was sagen, die blöde Kuh. Und noch ein Haus.
Na? Don't believe everything you read on Facebook, okay? Don't believe everything you read on Facebook, okay? Facebook ist Schrott. School is canceled. Taco Bell rules. Heulsoße. Auch verschlossen. Und weiter. Junge, es sind einige Häuser hier, das muss ich ja schon sagen. Auch verschlossen. Aber da kommen wir rein. Ich glaube, das sind die ganzen Häuser mit seltsamen Erlebnissen, die verschlossen sind. Ach ja, hier ist... Ach, dieser Spock-Junge. Ansonsten war hier aber auch nichts, ne? Live long and prosper. Ja, den Schlüssel von Stories Eltern haben wir noch nicht. Hier läuft die Dusche. Haben wir die mal angeschaltet oder hat die jemand anders angelassen? Wer weiß. Das werden wir wohl nicht mehr herausfinden. Es sei denn, wir gucken nochmal durch die alten Folgen. Könnt ihr ja mal machen. Hätte ich jetzt weniger Lust drauf. So. Und noch ein Haus. Da ist eine Sonde. Ah, ja. Seht ihr mal. Hey. Amazone. Okay. Amazone. Dumm. Das ein Waffenangriff entfernt zusätzlich ein Schild, okay. Ist also kein Waffenskill, sondern du erhältst 2 MP, wenn du einen Distanzangriff durchführst. Nee. Auf MP sind wir bisher sowieso noch so aus, von daher. Ach Junge. Dann schauen wir jetzt nochmal hier. Ne, ist auch verschlossen. Ja, die Kohle können wir nicht anfeuern, schade. Da liegt auch noch ein Schild Pokémon, ne? Moment. Ist das jetzt vielleicht unsere Chance? Vamporco. Damit hätten wir dieses schöne Pokémon. Hier gibt es wenigstens ein paar Sonnen. Dann lohnt sich das ja doch noch. Dann ist das Überziehen der Folge auch nicht ganz umsonst. Aber ist ja auch die Sonntagsfolge, da kann man sich das schon mal erlauben. Kommen wir damit auch aufs Grab? Ne, die Sonde ist wirklich nur für den Hinterhof. Ja, ja, du und dein Taco Bell. Und jetzt wären wir bei der Schule. Ja, das ist doch ein passendes Ende. Beim nächsten Mal schauen wir dann mal, ob wir noch irgendwelche Nebenquests haben, bei denen wir was machen können. Die von Jimbo haben wir ja auf jeden Fall noch teilweise. Aber ich glaube, die nächsten Monster treffen wir da erst am nächsten Tag oder wenn wir weiter fortgeschritten sind im Spiel. Vielleicht haben wir noch ein paar andere Quests in der Liste und ansonsten geht es mit der Hauptquest weiter. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.